Ja, hallo Leute, ich grüße euch heute am Freitag, dem 16. Oktober 2020. Ihr wisst ja, freitags gute Laune-Tag. Und ich habe jetzt gerade mal eben hier gehalten. Ja, was soll ich sagen? Ich will nicht sagen, es tut mir leid. Sondern es ist einfach so, wir haben nur noch 49 Minuten bis zum Heimathafen. Ja, das hat sich so ergeben. Ich konnte mich von meinem spannenden Hörbuch nicht lösen. Ich habe es also jetzt bis zu Ende gehört. Es war auch nur noch ein kleiner Rest und irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte mir es nicht gefallen, da 10 Minuten Rest zu lassen für die Nacht von Sonntag auf Montag. So, wie immer müssen wir uns jetzt erstmal wieder einsortieren hier, mal Licht einschalten. Ja, alles ein bisschen grau draußen, 9 Grad, geht so, aber Hasi meint ja, es wird wieder ein bisschen wärmer werden demnächst. Okay. Ja, mittlerweile schon 6 Minuten 10 Verzug drin, irgendwo in 10 Kilometer. Ich vermute mal, das ist an dieser Baustelle da. Aber egal, ich nehme euch auch mit durch den Stau. Und ich stehe in der Überlegung, Alsfeld Ost rauszufahren, gibt noch mal ein paar Minuten oben drauf, dann also kommen wir vielleicht auf eine knappe Stunde. Er sagt jetzt 12.30 Uhr auf dem Hof, schauen wir mal. Ja, wo fange ich an? Also erstmal vielleicht herzlich willkommen die neuen Abonnenten. Mittlerweile sind wir ja bei, ich glaube sogar 521, hat Hasi gesagt oder was. Also da sind von gestern auf heute, glaube ich, noch mal 4 Leute dazugekommen. Freut mich, wenn die Mannschaft immer größer wird. Gut, ab und zu heuert der eine oder andere ja auch schon mal ab. Verlässt das Schiff, aber egal. Ja, ich werde auch gleich wieder weitermachen, so ein bisschen mit meiner Erzählung da. Aber vorweg kurz ein paar aktuelle Sachen. Also ich kann euch sagen, was ich gestern und heute wieder an Unfällen gesehen habe. Also gestern zum Beispiel auf der Rückfahrt, da war in Butzbach, wenn es den einen oder anderen interessiert, also A5 Butzbach, da ist ein schwerer Unfall gewesen auf der anderen Seite. Also ich bin jetzt dadurch nicht in Stau oder Verzug geraten, aber wieder ein ganz brutaler Unfall. Ein Ducato-Pritschenwagen, also ein Sprinter, einer von diesen üblichen Verdächtigen, volles Rohr aufgefahren auf den LKW, der Airbag total blutig, das Führerhaus ist dermaßen zerstört, dass ich mich wirklich frage, ob derjenige da lebend rausgekommen ist. Ja, und was soll ich euch sagen, heute Morgen auf der Hinfahrt nach Gaggenau, das gleiche nochmal, diesmal kein Pritsche, sondern Transporter, auch wieder so ein Sprinterdingen. Auch wieder volles Fund in den LKW hinten rein. Zum Glück ein bisschen nach links versetzt. Also es hatte die Beifahrerseite mehr erwischt als die Fahrerseite. Dadurch hat derjenige vielleicht noch eine Chance gehabt. Ja, und dann hat das ja noch nicht gereicht. Da gab es auch noch mal auf meiner Fahrtrichtung auch noch mal einen Unfall mit 2, 3 PKWs, so genau konnte ich das in der Dunkelheit nicht erkennen. Es war auch schon ein Teil weggeräumt. Und dadurch bin ich dann im Grunde erst nach 7 in Gaggenau angekommen. Wie gesagt, normal ist ja so 6:30 eigentlich angesagt. Aber ich habe dann auf den Kaffee mit meinem Staplerfahrer verzichtet, ein bisschen Gas gegeben und dadurch liege ich eigentlich wieder
relativ normal in der Zeit. Und ja, was mir aber noch bevorsteht, ist, der LKW ist sau dreckig. Ich meine, ich bin da nicht so pingelig, also außen, sage ich mal. Aber so einigermaßen muss er schon aussehen und irgendwie, er sieht also unakzeptabel schmutzig aus. Also muss ich ihn gleich noch mal kurz abspritzen, obwohl ich da nicht so die Lust zu habe. Ist klar, 10 Grad und naja, von oben ist auch nass. Aber egal, muss kurz sein, kurz mal abspritzen. Ja, heute Nacht muss ich auch tanken, weil Kollege hatte nicht getankt. Naja, egal. Manchmal klappt das auch nicht. Ich weiß selber, wie das ist. Bei uns ist um bestimmte Uhrzeiten so viel Wohlige auf dem Hof, da hast du keine Chance, an die Säulen ranzukommen. Vielleicht war das gestern der Fall. Ja, ansonsten Wochenende. Heute Nachmittag natürlich wieder der allseits beliebte Wocheneinkauf. Dadurch, dass ja wieder, naja, die ganze Corona-Situation sich wieder langsam zuspitzt, sagt meine Frau schon, na, wer weiß, wie lange ich noch mitkommen kann zum Einkaufen, denn wenn wieder die Regelung aufkommt, nur einer pro Einkaufswagen, dann ist die Sache durch, dann wird sie wieder zu Hause bleiben. Und naja, ich eben alleine einkaufen gehen. Oh, ja, hier fängt es schon an, sich zurückzustauen. 5 Minuten 50 heißt zähfließend. Ist auch orange, nicht rot. Naja. Ja, so ist die Situation momentan. Ach so, ja, was mir gestern so durch den... Ich bin gestern seit längerem mal wieder nachmittags alleine mit den Hunden gelaufen. Ich hoffe einfach mal, Hasi hört jetzt hier nicht so genau hin. Sie lässt ja die Videos schon immer mal durchlaufen. Es war auch schön, mal wieder alleine mit den Hunden zu gehen. Ich bin dann direkt auch eine 5,5 Kilometer Runde gelaufen. Sehr strammen Schrittes, das tut mir gut. Da fühle ich mich dann so richtig von Kopf bis Fuß super durchblutet. Und dabei kann ich auch schön meinen Gedanken nachhängen und auch mal so überlegen, was will ich erzählen, wie will ich es erzählen und überhaupt. Ja. Ja, ich will nächste Woche mal sehen, dass wir mal, ja, da will ich das mal ein bisschen anders abstimmen, dass wir auch mal wieder ein bisschen, also eine andere Strecke beim Video haben. Nicht nur immer hier dieses letzte Stück, sondern vielleicht auch mal wieder unten ein Stück von Gaggenau aus oder halt sowas in der Art. Ich muss mal sehen. Aber allzu viel kann ich da eh nicht dran drehen. Ihr wisst ja, ich bin nicht böse drum. Ich fahre jeden Tag Gaggenau. Aber das gewährleistet mir dann doch noch ein einigermaßen zeitlich absehbaren Feierabend. Ja, letzte Nacht hervorragend geschlafen. Es wird mit jeder Nacht besser und ich sag mal so, ja, im Grunde müsste ich heute Abend, obwohl ich ja es nicht unbedingt brauche, weil er frei ist, auch um 18, 19 Uhr ins Bett gehen, um im Rhythmus zu bleiben. Aber das macht man natürlich nicht. Und dann geht Sonntag wieder das Problem los. Ja, hier auch schon wieder die Tendenz, auf den Randstreifen zu fahren. Aber das haben wir ja letztens schon mal diskutiert. Ja, zu meiner Bemerkung im letzten Video, der Kanal, der ja, der so wenig mit Lkw-Fahren zu tun hat. Also ich spreche damit mehr so die jetzt zuletzt gekommenen Abonnenten an. Wenn der ein oder andere dabei ist, hat eine Frage, bitte stellt sie mir. Ich werde sie dann in den Kommentaren beantworten oder auch im Video, je nachdem. Oder ich mache in Anführungsstrichen sogar
ein gesamtes Video darüber. Das kommt eben drauf an, aber wie gesagt, nur ich habe ja, ich mache es ja jetzt seit über einem Jahr und wir haben ja schon viele, viele Themen durchgekaut. Sicherlich manches Thema muss man immer mal wieder hervorkramen, aber ich habe mir ja angewöhnt, zu eurer Unterhaltung ein bisschen aus meiner Vergangenheit zu erzählen. Und da habe ich ja letzte Mal zwar nicht mit ganz so einem harten Cliffhanger geendet wie bei der Geschichte mit dem Unfalltod meiner leiblichen Mutter. Nee, es war deutlich harmloser. Sorry, wir sind ja zeitlich an dem Punkt, ich so 14, 15, habe einen Freund, dessen Vater ist Besitzer einer Gießerei. Und wir beide fragen, ob wir Ferienarbeit machen können. Ich wollte mir halt gern Geld verdienen, um mir verschiedene Wünsche zu erfüllen. Unter anderem hatte ich, war da die Überlegung so nach Führerschein und Moped. Also sind wir beide da angetreten und da ich ja jetzt mit dem Sohn des Unternehmers dort war, hat man uns natürlich sehr, also ich will nicht sagen mit Samthandschuhen angefasst, aber wir haben eine ziemlich coole Aufgabe bekommen, da so, so einen Schuppen da aufzuräumen, war sehr locker halt und wir haben dann da gearbeitet. Interessant war, in dem Schuppen stand ein alter Mercedes-Hauber-LKW, natürlich schon abgemeldet und in jeder Hinsicht abgemeldet, also defekt oder was, ich weiß es nicht, er rostete da so langsam vor sich hin mit einer langen, durchgehenden, roten Sitzbank, so aus Kunstleder. Und so einem dünnen Lenkrad halt, aber es war eben faszinierend für mich, der ich ja da schon LKW infiziert war von Kindesbein an, mich dann da auch mal hinters Lenkrad so zu setzen, irgendwie mal zu schauen. Naja, ansonsten haben wir da gearbeitet, ich weiß gar nicht, ich sag mal 3 Wochen und es gab so irgendwas um die 5 Mark Stundenlohn. Vielleicht vergleichbar mit 5 Euro heute, ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall, es war okay und es hat mir auch Spaß gemacht, es hat mir eben auch Spaß gemacht, Geld zu verdienen und so, so dass ich mich also bei den nächsten Ferien, wo es also wieder möglich war, wieder angeboten habe, also gefragt habe, ob ich da eben wieder arbeiten kann. Mein Freund, der Sohn des Unternehmers, der hatte keinen Bock mehr. Der hatte nach dem ersten und einzigsten Mal also die Schnauze voll. Aber ich habe insgesamt bestimmt 3-4 Mal da Ferienarbeit gemacht. Also quasi jede Ferien genutzt, die ich nutzen konnte. Und es war so, als ich dann das zweite Mal da war, bekam ich eine ganz andere Aufgabe. Da hat man mich dann an den Schrottplatz gestellt, der dort war. Also man muss sich das so vorstellen, das war eine Gießerei, die hat Grauguss hergestellt. Und beim Grauguss, da wird ja nach dem Guss werden dann so die gefüllten Gusskanäle abgetrennt, abgeschlagen. Und das sind dann im Grunde Stangen aus Gusseisen und auch eben Fehlgüsse und so weiter. Das alles landete auf diesem Schrottplatz und wurde im Grunde wieder in den Ofen geworfen, um es neu einzuschmelzen. Und das ging so. Auf dem Schrottplatz lag jetzt das Zeug. Man musste dann mit einem dicken Vorschlaghammer alles, was so ein bisschen länger war oder so, zertrümmern. Und die Trümmer wurden dann in so eine Lore geladen, die an so einer U-förmigen Gabel hing. Und ich muss da immer ein bisschen aufpassen hier. Es floppt mal ein bisschen Rückstau.
und immer diese Springer. Ich liebe die Kolonnenspringer. Ich liebe sie. Ja, und die kamen dann in so eine Lore. Die Lore, also jetzt keine Lore auf Rädern, sondern so ein Behälter an einem U-förmigen Bügel. Der hing wiederum an einem Kranhaken. Also es wurde auf dem Schrottplatz beladen. Dann wurde das senkrecht nach oben gezogen und dann nach links über eine ja, kleine Straße da im Werk hoch zu einer Betonplattform. Und die Betonplattform war halt, ja, kann man sagen, vor der Ofentür. Da oben war eine große Klappe, die man öffnen konnte und dann konnte man dort eben diese Lore heranmanövrieren und dann musste jemand an einem Band ziehen und die Lore kippte und der Inhalt ging dann in den zylinderförmigen Ofen. Dort zuständig war so ein Arbeiter, der, ja, was weiß ich, irgendwie um die 50, für mich, der ich ja nur 15 war, ein alter Typ quasi, damals. Und dann war der hatte so eine ganz gebräunte, ledrige Haut und hatte immer so Dosen dabei, voll mit selbst gedrehten Zigaretten aus Batavia-Tabak, also deutscher Tabak. Und damals war es noch erlaubt, die haben da während der Arbeit Bier getrunken. Der hat da Bier getrunken und auch in der Schlosserei, die da direkt gegenüber war, wurde Bier getrunken und geraucht ohne Ende. Ja, dieser Typ hatte jetzt das Sagen und dem war ich jetzt quasi zugeteilt, so als Helfer. Und dann ist es also so gewesen, dass ich jetzt diesen Kran mit der Lore also bedient habe, also dieses Hochfahren, Rüberfahren und so. Und er stand dann oben auf der Plattform, hat die Lore so ein bisschen ausgerichtet und dann an dem Band gezogen, damit der Inhalt in den Ofen kippt. Jetzt konnte es natürlich passieren, dass trotz der vorherigen Zerkleinerung der abgekippte Loreninhalt plötzlich sich irgendwie in dem zylindrisch geformten Ofen verkeilt hat. Das war dann ein sogenannter Hänger. Also man kann sich das so vorstellen, also so sperriges Material wird da reingekippt, irgendwas stellt sich quer, zack, die ganze Schose hängt jetzt auf Mitte des Ofens und kann da nicht hängen bleiben, weil dort ist die Hitze nicht groß genug, dass es schmilzt und es kann auch kein anderes nachgekippt werden. Also, was muss der Typ machen? Der Typ muss eine lange Stange nehmen und muss dann bei geöffneter Ofentür da so reinstochern. Ich meine, kein Wunder, dass sein Gesicht und seine Haut so aussah, weil er war da schon ganz schön heftiger Hitze ausgesetzt. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass er irgendwie so ein Schutzteil getragen hätte oder was. Der war einfach schmerzfrei, sag ich mal. Er war sowieso ein krasser Typ, hat mir zum Beispiel erzählt, so, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht, ich weiß nicht, ob ich geraucht habe, aber noch nicht so wirklich. Er erzählte mir auf jeden Fall eine kleine Geschichte, so, er sagte, ja, er wäre also hingegangen, als sein Sohn 18 geworden ist, da hätte er sich den genommen und hätte gesagt, komm her, Sohn, hier ist Bier, hier ist Schnaps, hier sind Zigaretten. Und dann hat er seinem Sohn also den Alkohol gegeben und hat ihn rauchen lassen. Der Sohn war wohl total unbeleckt von den ganzen Sachen. Und was passiert? Der hat natürlich ja gekotzt, dem war Elend, das hat ihn so fertig gemacht. Also er wollte mir im Grunde damit erzählen, er hätte jetzt mit dieser Aktion dafür gesorgt, dass sein Sohn kein Alkohol und keine Zigaretten anrührt. Ich meine, das sind so, naja, ein bisschen altertümliche Methoden, aber sowas gab es eben früher und wie gesagt, das hat er mir da erzählt.
Ja, wir haben da mehr oder weniger ganz gut zusammengearbeitet. Gut, manchmal habe ich auf den falschen Knopf gedrückt und anstatt nach vorne fuhr das Ding nach hinten. Da musste er natürlich einen Satz zur Seite machen. Dann hat er mich natürlich verflucht. Aber im Großen und Ganzen kamen wir klar. Jetzt war das auch so, ich meine, man hat mich da nicht so richtig brutal an die Kandare genommen. Es war zum Beispiel so, ich kam morgens, glaube ich, immer später. Also ich musste nicht um 6 Uhr anfangen, sondern erst um 8 Uhr anfangen. Und ich glaube, mein Vater, der hat mich da immer abgesetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da hingekommen bin. Also mit dem Fahrrad meine ich nicht, und Moped hatte ich ja noch nicht. Ich glaube, ich wurde da immer abgesetzt um 8 Uhr und zurück mit dem Bus. Auf jeden Fall, weil ich das so interessant und spannend fand, bin ich dann im Grunde morgens bis 9 Uhr, bis das so richtig losging am Ofen, erstmal in die sogenannte Formen- und Kernmacherei gegangen. Also da, wo die Formen für die Gussstücke hergestellt werden aus Formsand. Und das war unheimlich interessant, dass in dem Holzkästen, da kommt Formsand rein, dann kommt das zu gießende Teil als Holzmodell da rein und dann darüber wieder Formsand und dann werden da Lanzen reingesteckt, die, also jetzt möchte ich nichts Falsches erzählen, die irgendwie ein Gas freisetzen, was dann dazu führt, dass der Sand sich verfestigt. Wenn unter euch jemand ist, der sich mit Gießereitechnik auskennt, der wird das besser wissen als ich. Auf jeden Fall, da bin ich immer hin und habe denen da so geholfen, so, ja, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte. Und da hat auch keiner was gegen gesagt. Ich habe mich halt nützlich gemacht und damit war die Sache gut. Und ich habe da, wie gesagt, 3-4 Mal gearbeitet, mir dadurch eigentlich ein ganz schönes Geld zusammengespart. Dieses Geld wurde von meiner Stiefmutter verwaltet. Schließlich, ich war ja nicht mal 16 und gut, heute mögen 16-Jährige durchaus schon über 100 oder mehr Euro verfügen können. Damals war das nicht so. Es wurde also, wie gesagt, von meiner Mutter verwaltet und das war auch eigentlich ganz okay. Es wurde so lange verwaltet, bis der Tag kam, als ich ja zum wiederholten Male bat, man möge mir doch mal 20 Mark aus meinem von meinem Geld geben, weil irgendwie, ich weiß nicht, Kirmes war oder was weiß ich wie. Und nicht zum ersten Mal wurde ich natürlich gefragt, wofür und was weiß ich und musste mir Dinge anhören. So ganz genau weiß ich nicht mehr, wie das ging. Es ging auf jeden Fall ein bisschen hin und her. Ich geriet quasi in mehr oder weniger in Streit mit meiner Stiefmutter. Ich habe ja schon mal gesagt, so das Verhältnis war eh schwierig. Und das Ende vom Lied war, dass sie gesagt hat, so, dann mach doch deinen Scheiß alleine. Sie hat sowieso so Sprüche drauf gehabt wie du hast recht und ich habe meine Ruhe oder ach, alles Mögliche. Sie hat sich auch immer über meine große Klappe beschwert und all so Sachen. Auf jeden Fall, im Zoff hat sie gesagt, ja, dann kümmere dich um deinen Scheiß selber. Und das habe ich ab dem Zeitpunkt dann auch liebend gerne getan. Ja, du könntest mal ein bisschen Gas geben, du Kollege hier. Na, wäre schön irgendwie. Aber ich sehe zwar jetzt keinerlei Behinderung hier auf dem Navi Richtung Kirchheimer Dreieck und es ist ja sogar auch die Baustelle weg, aber ich erlaube mir heute mal den Spaß. Wir fahren gleich Alsfeld-Ost raus und fahren ein bisschen über die Landstraße. Ja, so endete die Verwaltung meines Geldes durch meine Stiefmutter. Letztendlich fand ich das so gut.
Ich sag mal so, wenn ich zu ihr hingegangen wäre, hätte gesagt, hör mal, ich will mein Geld selber verwalten, dann, also das hätte sie als übel empfunden, von mir aus als Misstrauensäußerung oder sonst was. So war das nicht schlecht. Sie war sauer und hat dann gesagt, dann mach deinen Scheiß alleine. Und ich habe meinen Scheiß liebend gerne alleine gemacht. Durch diese Ferienarbeit hatte ich dann so viel Geld zusammengespart, dass es mir möglich war, dann den Führerschein zu machen. Ich hatte das ja schon mal erzählt. Ich habe ihn nicht direkt mit 16 gemacht, weil mein Vater mir erst so ein bisschen ausgeredet hatte, aber dann hatten Kollegen Mopeds und so und ich wollte unbedingt. Und ich habe ihn dann so gemacht, dass ich ihn, glaube ich, im Oktober dann erst, da müsste ich direkt mal in meinen Führerschein reingucken. Ich glaube, im Oktober habe ich ihn dann gehabt. Auf jeden Fall schon im Herbst. Und ja, dann war es ja so, am liebsten hätte ich eine Kreidler Florett gehabt. Kleinkraftrad, wie gesagt, höchste Geschwindigkeit, ich glaube 85 km/h oder was. Und aber dafür hat mein Geld nicht gereicht. Die war halt ein bisschen teurer. Also wurde es dann eine Zündapp KS50, luftgekühlte Zündapp. Und in grün, kann ich mich noch genau erinnern, war so ein ganz spezielles Grün. Und gekauft in Hattingen bei dem ortsansässigen Moped- und Motorradhändler. Und ich war natürlich stolz wie Bulle. Das Ding hat damals, glaube ich, über 2000 D-Mark gekostet. Und ja, dann für dann einen Helm konnte ich mir auch noch kaufen. Aber für Klamotten, auf gut Deutsch gesagt, so Biker-Klamotten, die erstmal gab es die noch gar nicht so. Also es gab wohl schon Lederklamotten und es gab Bellstuff, also diese Motorrad-Sachen aus gewachster Baumwolle, die eben auch wasserdicht war. Und es gab auch so Regenkombis. Aber ich sag mal so, diese Motorradbekleidung, wie man sie heute hat, die gab es halt nicht. Aber ich hätte da eh kein Geld für gehabt. Was habe ich getragen? Derbe Schuhe, normale Hose und so. Und dann als Oberbekleidung hatte ich damals von... Ist doch glatt. Und ja, sehr schön. Er zieht raus und ich kann durchziehen. Und zwar hatte ich, die hatte ich mir in Mülheim gekauft bei einem Besuch meiner dort lebenden mütterlichen, also der Großeltern mütterlicherseits. Da gab es nämlich so einen sogenannten NATO-Shop. Und da habe ich mir damals so das war keine Jacke, das war so ein, Überzieher von den englischen Fallschirmjägern geholt, wo du auch noch so ein Lappen zwischen den Beine durchziehen konntest und konntest den dann so mit Druckknöpfen festmachen, dass das Teil war natürlich, damit einem, wenn man jetzt mit dem Fallschirm abspringt und der Wind unten in die Jacke reinfährt, sich nicht die Jacke über einen drüber stülpt halt. Na? Und das Ding habe ich eigentlich da immer zum Fahren getragen. Ich glaube, ein paar Handschuhe waren noch drin oder so. Also ich kann euch nur sagen, und ich bin auch da den Winter durchgefahren, aber das war oft nicht lustig. Also bei minus 8 Grad, da die 10 Kilometer von Hattingen nach Spukhövel, ich war ja oft in Hattingen bei den Kollegen und so, wenn ich dann zu Hause ankam, ich habe Schmerzen gehabt in den Fingern. Ich dachte, die sind wenn sie abgestorben wären, dann hätte ich keine Schmerzen mehr gehabt. Aber wie gesagt, also ich habe schon gedacht, die sind erfroren oder was. Und ja, das ging aber, ja, jetzt muss ich aufpassen. Der Erwerb des Mopeds und so, das fand statt,
da hatte ich dann auch frisch meine Lehre als Uhrmacher angefangen. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich war ja nicht so doll auf der Schule, bin ja mit 10. Schuljahr vom Gymnasium abgegangen. Und das heißt, vorher war schon klar, ich muss da abgehen. Also es gibt nur die Möglichkeit, abgehen oder das Jahr wiederholen. Und naja, eben abgehen. So, und es war klar, dann muss man eine Lehre machen. Und jetzt war das so, ich hätte natürlich jetzt sagen können, ich will Schlosser werden. Ich weiß nicht, was dann daraus geworden wäre. Aber ich hatte so Sachen gehört wie, ja, bei den Schlossern, wenn man da so als Neuling da hinkommt, dann ist man da teilweise übelsten Scherzen ausgesetzt. Und ja, irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Und mein Vater, der sagte also Folgendes zu mir: Wenn du möchtest, kann ich dir eine Lehrstelle besorgen als Goldschmied, als Optiker oder als Uhrmacher. Und den Uhrmacher kannst du auch, wenn du willst, bei mir lernen. Ja, ich habe dann so überlegt und ja, ich sag mal so, eigentlich ohne wirklich, wirklich gut zu wissen, was ein Optiker macht, mehr so, naja, so Informationen von mir. Also denn der Optiker war als erstes für mich gestrichen, weil ich so gesagt habe, nee, das ist mir zu theoretisch. Ich möchte jetzt mal was Praktisches machen. Theorie habe ich jetzt durch die Schule 10 Jahre lang gehabt. No. So, und bei der Sache mit dem Goldschmied, da bin ich auch quasi, war ich auch nicht so super, da bin ich mehr oder weniger so ein bisschen auch dem Irrglauben erlegen. Man müsste jetzt eine künstlerische Ader haben für den Goldschmied. Da ich aber jetzt meinte, ich hätte die nicht, habe ich für mich den Goldschmied auch gestrichen. Ich meine, ich kann euch aber sagen, später, als ich dann vertiefte Einblicke in die Branche bekommen habe und auch dann später, als ich selbstständig war und ja, quasi ein Goldschmied für mich gearbeitet hat und ich gesehen habe, was sie machen. Also ich sag mal so, sicherlich gibt es Goldschmiede, die kreativ und künstlerisch tätig sind, aber die Masse der Goldschmiede, macht nichts anderes als rein handwerkliche Arbeiten, sprich reparieren, Kettchen löten, abgebrochene Stifte anlöten, verschlissene Armbänder neu durchstiften und so weiter und so fort. Also ich sag mal so, ich hätte das genauso gut lernen können wie Uhrmacher, aber ich entschied mich jetzt für den Uhrmacher und ich bin ehrlich, ich bin es heute immer wieder nochmal, aber damals war, also ich sag mal so, desto älter ich werde, desto mehr arbeite ich im Grunde. Als junger Typ war ich auch teilweise faul und aus der Bequemlichkeit heraus habe ich dann gesagt, Vater, weißt du was, ich möchte zu Hause lernen. Gesagt, getan, habe ich also meine Berufsausbildung zum Uhrmacher im elterlichen Betrieb angefangen. Und das war so, dass dass mein Vater ja inzwischen mit dem Geschäft in ein neues Ladenlokal gezogen war, und er hatte einen kleinen, also er hatte da in dem Geschäft etwas abgeteilt. Hinter dem Abteiler stand sein Werktisch. So, und wo musste ich der Lehrling hin? In den Keller. Das heißt, ich habe meine 3,5 Jahre Lehrzeit überwiegend im Keller. Nein, nicht, das ist ja Quatsch. Aber wie gesagt, wenn ich uhrmacherisch am Werktisch gearbeitet habe, dann war das unten in dem Keller. Ich muss zugeben,
Der Keller gab mir aber auch die Möglichkeit, Dinge zu machen, die ich heute natürlich anders sehe, kritischer sehe. Und zwar ist es so, ich hatte jetzt schon ein bisschen was gelernt und, oder fangen wir mal so an. Wie ging das los, Uhrmacher lernen? Ich kann euch sagen, wie. Mein Vater hat ein Stück Messing genommen und dann hat er mir einen anderen kleinen Messingklotz gezeigt, der eine rautenförmige Form hatte. Und das Stück, was er mir gab, war aber jetzt quaderförmig. Und dann hat er gesagt, so, jetzt Laubsäge her, aussägen und dann feilen. Und dann habe ich gefeilt. Ich habe wie so ein Schlosser am Anfang meiner Berufsausbildung gefeilt und gefeilt und gefeilt. Und ich habe dann eben so lange gefeilt, bis ich meinen eigenen kleinen, das nennt sich Feilkloben hatte. Das ist ein Teil, was man später dann auch, wenn man dann schon weitergehend in die Uhrenreparatur einsteigt, durchaus braucht. Es wurden dann oben noch so Kerben eingefeilt mit einer Dreiecksfeile, und zwar wird das dafür gebraucht, wenn jetzt Zapfen von Wellen, von Zahnrädern, also die Zahnräder haben ja Wellen und die Wellen haben am Ende einen Zapfen, und wenn die jetzt geschliffen oder poliert werden mussten, dann hat man also diesen Zapfen halt, ja, jetzt fahr doch mal zu. Oh nee, ah, jetzt biegt er doch, das gibt's doch gar nicht, ey. Hier ist was los, das finde ich ja auch so elend. Sie müssen unbedingt rausziehen, obwohl sie 3 Meter weiter schon wieder abbiegen, ja. Da frage ich mich doch, was soll das? Aber gut, wollen wir uns mal nicht aufregen auf die letzten 17 Minuten. Aber das mal wieder hier zum Verkehr. Ja, wie gesagt, also so ein Feilkloben gefeilt. Dann musste ich mir einen sogenannten Ölgeber, das ist im Grunde auch nur ein dünner Rundmessing, an dessen Ende so ein kleines Schäufelchen, also man muss sich das jetzt alles sehr klein vorstellen, ein kleines Schäufelchen angehämmert wird, mit dem man halt einen Tropfen Öl aufnehmen kann, um diesen Tropfen Öl dann in einem sogenannten Großuhrwerk, also Großuhrwerke sind Werke, also alles, was größer ist als ein Wecker halt. Das waren damals, heute gibt es sie gar nicht mehr, sogenannte Tischuhren. Viele von euch werden die noch kennen, also diese Holzdinger halt rund und dann zu den Seiten so auslaufend. Oder auch Wanduhren mit Gewichte dran. Heute ist ja alles elektronisch, Funk und so weiter und so fort. Obwohl es nach wie vor natürlich immer noch mechanische Uhren gibt, auch im Großuhrbereich. Aber damals war das eben noch gang und gäbe. Wir haben diese Uhren repariert. Die Leute haben auch damals noch für Reparaturen dieser Stücke Geld ausgegeben. Und ich muss auch sagen, das wurde auch so primär eigentlich zu meinem Arbeitsgebiet, also die Wecker, die Großuhren, und mein Vater, der hat sich so primär um die Armbanduhren gekümmert. Was jetzt Armbanduhren betrifft, da habe ich nur so viel gemacht. Ja, da habe ich immer nur Kleinigkeiten gemacht und dann das, was nötig war für die Prüfung halt jetzt. Es hat sich ich sag mal so, im Nachhinein betrachtet hatte die Ausbildung im elterlichen Betrieb Vor- und Nachteile. Ich habe damals auch schon immer zu Leuten gesagt, ich hätte es nicht getan, wenn mein Vater noch andere Mitarbeiter gehabt hätte, aber die hatte er nicht. Er hatte lediglich einmal vor mir jemanden ausgebildet zum Uhrmacher.
Und dieser jemand ist dann auch bei uns gewesen als Geselle. Ich erzählte es, als ich damals die Werkstatt so ein bisschen angefackelt hatte, hat dieser Mann ja aktiv bei uns gearbeitet. Aber dieser Mann war sehr strebsam. Er hat neben seiner Tätigkeit als Uhrmacher, hat er Abendschule gemacht, hat das Abitur nachgeholt, hat dann Zahnmedizin studiert und auch noch seinen Doktor gemacht. Also, das ist aus dem ersten Lehrling meines Vaters geworden, ein Doktor der Zahnmedizin, zu dem ich dann auch einige Jahre hingegangen bin, zum Zahnarzt, obwohl das 80 Kilometer weit weg war. Das war oben bei Münster und ich musste ja dann immer von Bochum da rauf fahren. Aber das war es mir wert. Denn der Eckert, so hieß er, der hat natürlich aufgrund der gegenseitigen Bekanntheit bei mir schon sehr, sehr gute Arbeit immer gemacht an den Zähnen. Also ich habe jetzt noch Kronen drin, die er gemacht hat, die weiß ich nicht schon, die das Doppelte ihrer normalen Haltbarkeit schon weg haben und immer noch einwandfrei sind. Also er hat da sehr, sehr gut gearbeitet. Es hat eben Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, ich habe in den Schuljahren vom 10. bis zum 16. Lebensjahr meinen Vater immer nur abends gesehen, wenn er dann aus dem Geschäft kam. Und ich habe mir das irgendwie so gut vorgestellt, mit ihm zusammen zu sein, mich mit ihm unterhalten zu können, mit ihm morgens zur Firma, zum Geschäft zu fahren und so weiter. Das war auch so zum Teil, aber es hatte natürlich auch den Nachteil, dass so das eine oder andere Problem oder ich will nicht sagen Streitgespräch halt mit in die Firma geschleppt worden ist und dann da weitergehend ausdiskutiert worden ist. Also es hatte nicht nur Vorteile. Und ein Nachteil ist auch gewesen, mein Vater hatte ein relativ kleines Geschäft und eine kleine Werkstatt und schon sagte, lediglich einmal viele, viele Jahre vorher jemanden ausgebildet. Und im Grunde war die Werkstatt meines Vaters nicht top ausgerüstet für die Ausbildung von jemandem zum Uhrmacher. Das habe ich aber erst festgestellt, als ich das erste Mal nach Arnsberg ging zur sogenannten überbetrieblichen Ausbildung. Und zwar habe ich dreimal, es war so immer einmal pro Lehrjahr, ging es also nach Arnsberg, so für 1 bis 2 Wochen zu einer sogenannten überbetrieblichen Ausbildung. Das hat in Arnsberg stattgefunden, weil man kann sich vorstellen, es gab nicht hunderte von Uhrmacherlehrlingen. Wir waren also relativ wenige und auch ziemlich verstreut. Also ich hatte damals noch das Glück, dass die Berufsschule in Bochum stattfand. Heute glaube ich, ist das mittlerweile in Hagen oder so? Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Aber damals war es in Bochum, aber es kamen Leute von Hagen und von wer weiß wo nach Bochum, um eben zur Berufsschule zu gehen. Und genauso war es in Arnsberg. Ich will jetzt nicht sagen, alle Uhrmacherlehrlinge aus Nordrhein-Westfalen. Es könnte aber sein. Wir waren so 20, 25 Mann oder was. Und zwar, was haben wir da gelehrt bekommen? Man hat uns da zum Beispiel, man lernt ja als Uhrmacher auch drehen, aber halt auf einer sehr kleinen Drehbank, die man auf den Küchentisch stellen kann. Und da wurden einem eben spezielle Fertigkeiten vermittelt, aber
mitunter mit Hilfe von technischem Gerät, was wir überhaupt nicht in unserer Werkstatt hatten. Nun muss man aber auch sagen, es wird das Drehen immer noch gelehrt, aber heutzutage braucht der Wald- und Wiesenuhrmacher es im Grunde so gut wie gar nicht mehr, weil die Kunden halt nicht bereit sind, solche handwerklichen Fähigkeiten entsprechend zu entlohnen und zu bezahlen. Dadurch, ja, und es war damals schon bei mir so, dass so so langsam die ersten elektronischen Werke aufkamen und auch die allerersten Quarzuhren mit LED. Der eine oder andere wird sich auch erinnern können, klobige Uhren mit dicken Batterien drin, wo du dann nur auf Knopfdruck die Zeit ablesen konntest. Die wurde dann mit roten LED-Ziffern angezeigt. Und diese Uhren waren aber nicht allzu lange auf dem Markt, weil ihr Stromverbrauch war sehr, sehr hoch. Und sie wurden dann schnell abgelöst durch die sogenannten LCD-Uhren, eben mit LCD-Anzeige, die wir ja heute noch überall finden können. Ja, und dadurch war das natürlich so, wir haben dann auch im Unterricht dann uns mit Elektronik und so weiter befassen müssen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist mir schon war mir schon im Physikunterricht in der Schule schon nicht so das liebste Thema und dann in der Berufsschule auch nicht. Aber okay, ich habe mich mit der Berufsschule zum Teil auch, es gab dann Fachrechnen, also du bekamst eine Aufgabe gestellt, du hast ein Uhrwerk, da fehlt ein Zahnrad und da musst du jetzt dieses fehlende Zahnrad berechnen. Dafür gibt es natürlich Formeln und Rechenwege, aber das muss man eben alles lernen und üben und so weiter. Und naja, ich war eben auch voll so in der Pubertät. Es ging los so mit Mädels und so. Also die Ablenkung ist ja auch nicht gerade klein in dem Alter. Ich habe aber meine Ausbildung durchgezogen. 3,5 Jahre, also eine relativ lange Zeit. Und das hatte ich aber schon mal erzählt. Und habe dann ja auch meine Gesellenprüfung gehabt und in der also den theoretischen Teil, habe ich bestanden, mittelmäßig. Und im praktischen Teil ist mir ja meine zu drehende Welle durchgebrochen und dann bin ich ja auch erstmal durchgefallen. Und dann stellte sich die Frage, hänge ich jetzt ein halbes Jahr Lehre noch hinten dran? Aber ich sag euch ganz ehrlich, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich hatte nach 3,5 Jahren auch die Schnauze irgendwo voll. Ich glaube, ja, ich war dann auch 19. Ich hatte auch meine erste richtige Freundin. Also das heißt, ich hatte vorher zahlreiche Freundinnen, wo aber nicht mehr gelaufen ist als ein bisschen Rumknutscherei und so. Aber mit 19 hatte ich also quasi die erste richtige. Ich hatte ein Auto und so. Und ich habe dann gesagt, nee, ich werde im halben Jahr die Prüfung wiederholen, aber ich mache jetzt was anderes. Und das war dann so, ich erfuhr dann durch einen Bekannten, dass er seinen Job in einer Firma, die Sachen für den Bergbau baut, so Laufkatzen und so weiter, dass er seinen Job an der Bohrmaschine da hinschmeißt. Und er hat dann so gemeint, ja, vielleicht kannst du den ja kriegen. Und ich bin dann auch zu der Firma hin und habe gesagt, hier, ich habe gehört, der und der hat aufgehört, ich würde gerne
diesen Job machen an der Bohrmaschine. Und naja, dann kam gleich der erste Fixo. Der Vorarbeiter meinte, okay, du kriegst den Job, wenn du gleich um 14 Uhr auf der Mittagsschicht anfängst. Ja, super. Habe ich natürlich gemacht, weil, oh, da ist aber einer reingerammelt ins Geländer. Habe ich natürlich gemacht, weil ich wollte diesen Job haben und Geld verdienen und selbstständig und unabhängig sein, weil ich hatte dann auch die Idee, ich ziehe von zu Hause aus, wenn ich genügend Geld verdiene und stelle mich da mehr oder weniger auf eigene Füße. Ja, aber jetzt haben wir nur noch 2 Minuten 30, da werde ich jetzt auch mal eben schön geflissentlich hier enden. Es ist halt diesmal nicht so ein langes Video geworden wie sonst freitags, aber ich hätte fast gesagt, muss auch mal sein, kommt auch mal vor. Wie gesagt, ich muss jetzt mich noch um die Verschönerung vom LKW kümmern. Ich muss auch mal schauen, wie ich dann, das heißt, so ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich noch aus dieser Zeit, wo ich dann ja meine Lehre gemacht habe, also so Dinge, die dann so für mich, die bei mir so privat passiert sind, wo ich noch ein bisschen drüber erzählen kann. Und dann muss ich natürlich schauen, weil ich ja so Sachen wie Bundeswehr und so weiter, das habe ich ja alles schon erzählt, aber ich werde dann mehr so, ja, vielleicht ein bisschen mehr auf mein Leben außerhalb dieser Tätigkeiten eingehen. Also was ist so abgelaufen, als ich mein Geld bei der Bundeswehr verdient habe, und dann kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, halt mit so einem kleinen Uhrenschmuck Fachgeschäft und wie es dazu gekommen ist und so weiter. Aber das machen wir dann demnächst. Ich sage einfach wie immer, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und macht schön gut.